Also, ich fange mal langsam an. Die letzten trudeln noch ein. Wir haben ehrlich gesagt das Nachmittagsprogramm hätten wir ein bisschen lockerer gestalten sollen, wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke. So eine Viertelstunde, ein bisschen knapp. Jetzt haben wir ein paar Minuten noch extra gegeben, damit Sie hoffentlich noch gestärkt zurück aus der Pause sind. So, und jetzt sind, glaube ich, die meisten da, würde ich sagen. Rika Koch sehe ich, sie ist ready. Und Daniel Markwald ist da. Und vor allem natürlich Bertrand Loison. Es freut mich sehr, dass Sie heute da sind. Sie haben sich zur Verfügung gestellt. Ich freue mich sehr, dass Bertrand Loison da ist, weil er ist nämlich ein mutiger Referent. Er hat sich auf unsere Session eingelassen, wo wir die Grundsatzfrage stellen, make or buy. Weil das ist ja letztlich eben das Motto der heutigen Tagung. Und wie Sie erahnen können, hat sich das BFS für make entschieden oder einen großen Teil davon. Und das werden wir heute jetzt dann hören. Kurz zu Bertrand Loison. Er ist Vizedirektor beim BFS und seit November 2020 Leiter der Abteilung Datenwissenschaft, KI und statistische Methoden. Zuvor war im selben Amt mehr als 12 Jahre lang Leiter der Abteilung Register und während 7 Jahren CIO. Und damit hat Bertrand Loison einen Einblick, was da alles läuft in dieser BFS, in der Bundesverwaltung, und wird uns eben vor allem über den Bereich Data Science und AI Informationen geben und warum es in gewissen Momenten Sinn macht, dass der Staat hier Make betreibt. Von dem her ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und ich switche jetzt, das hat geklappt. Danke. Und übergebe Ihnen den Pointer. Wunderbar, danke. Hören Sie mich? Ja. Also Sie haben bemerkt, meine Muttersprache ist Französisch. Ich werde auf Deutsch sprechen. Die Slides sind in Englisch und Sie können Fragen stellen in Französisch, in Deutsch oder in Englisch. Vergessen Sie die Titel. Ich bin da, akademische Titel. Ich bin da, ich komme nicht mit Rezepte, muss ich auch sagen. Ich komme hier mit vielleicht mehr Fragen als Rezepte. Aber ich möchte ein bisschen den Blickwinkel geben. Was heißt das, wenn man beginnt mit Data Science, KI oder generell gesprochen mit Algorithmen zu arbeiten? Und was ist der Einfluss schlussendlich auf die Thematik der Beschaffung? Ich bin kein Beschaffer. Ich war beteiligt, aber ich bin kein Jurist. Okay? Ich habe die Struktur so gemacht für mein Vortrag, das wird ungefähr 15 Minuten, 20 Minuten dauern. Ich möchte ein bisschen zeigen, dass alle Bereiche der Bundesverwaltung betroffen sind durch diese Frage, nicht nur ein Bereich, nicht nur das BFS vor allem, wirklich die ganze Public Policy. Dann gibt es einige Risiken, die damit gebunden sind. Ich werde ein bisschen meine Blickwinkel geben bezüglich Make-or-Buy. Ich hoffe, es wird auch möglich sein, nachher für die Speakers ein bisschen zu reagieren auf diese Inputs. Und am Ende werde ich 2, 3 Slides haben über die Antworten der Bundesverwaltung, weil die Bundesverwaltung macht nichts diesbezüglich. Es scheint mir auch wichtig, es zu sagen, nicht nur auf die Risiken einzugehen. Gut, jetzt, was ist das Potenzial? Wenn man schaut, in der Tat, diese schöne Kreise, das ist im Prinzip die Hauptaufgabe von der Bundesverwaltung, diesen Kreis zu unterstützen. Das beginnt mit Agenda-Setting, ich werde nicht alles lesen, bis Policy for Evaluation. Und hier und in anderen Ländern, es geschieht schon, man kann Data Science, for example, das heißt Algorithmen nutzen, um das diese Evidence-Based Decision-Making zu unterstützen, die Entscheidungsträger in diesem Fall, das wäre das Parlament, wie aber auch der Bundesrat. Nehmen wir ein Beispiel, Policy Evaluation, wenn man mit Causal Inference umgehen kann, ist es eine gute Möglichkeit, zum Beispiel zu evaluieren, ob ein Gesetz effektiv erreicht hat, was er erreichen sollte. Ich will nicht zu viele Beispiele geben, aber das ist ein bisschen die Idee. Das heißt, es gibt wirklich viele Anwendungsmöglichkeiten, wo man Algorithmen nutzen kann. Ich habe die Liste genommen und aufgeschrieben.
Und ich glaube wirklich, mein Kompetenzcenter zurzeit sieht das auch. Wir haben Anfrage von diesen verschiedenen Bereichen. Jetzt, von was sprechen wir eigentlich? Weil nehmen wir das Mythos ein bisschen weg, schauen wir wirklich die Realität. Kein Science Fiction, nur die Realität. Und zurzeit, ich sehe einfach zwei Typen von Ämtern. Ämter, die interessiert sind, mehr Insight zu haben mit ihren Daten und möchten Data Science of KI nutzen. Das ist eine Möglichkeit. Das ist die linke Seite. Oder es gibt Ämter, die sagen, ja, ich will Machine Learning, also Artificial Intelligence, nutzen im Sinne von Automatisierung. Was man braucht, um so etwas zu tun, man braucht, ich werde später etwas sagen, man braucht eine Infrastruktur. Okay? Und das ist noch eine wichtige Box. Aber am Ende des Tages, man kann lange über Data Science, über KI, Machine Learning sprechen. Am Ende des Tages, man spricht über einen Algorithmen. Man muss verstehen, wie diese Algorithmen funktionieren. Und hier habe ich einige Beispiele genommen, in der Schweiz oder außerhalb der Schweiz, ist nicht so relevant, wo es schon eingesetzt ist. Ich bin auch in einer Gruppe, in der UNO, die sich damit beschäftigt. Man sieht zum Beispiel im Bereich der Transport, der Verkehr, sorry, auf Deutsch, der Preise hat man nutzt, ich will nicht alles im Detail erklären, der Landwirtschaft, das ist mehr in Afrikas Statistik, muss ich nicht lange erklären. Im Bereich der Education, der Ausbildung, gibt es auch Möglichkeiten, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten probiert man zu identifizieren in gewissen Universitäten, wieso Schüler, also junge Erwachsene, schlussendlich, ob man Pattern finden kann, wie gewisse Schüler verlassen die Universität, bevor sie fertig sind. Das ist ein Beispiel. Health muss ich nicht erklären, Environment and Tax Policy for Fraud Detection. Das heißt, meine Seite, ich will nur damit zeigen, Potenzial, alle Bereiche sind betroffen. Man muss natürlich das Recht haben, die rechtlichen Grundlagen müssen respektiert werden, aber es gibt diese Sache. Nun, es gibt aber auch gewisse Opportunities und Risiken. Und ich bin auch sehr froh, dass Dani Machwalder da ist, weil schlussendlich, wir arbeiten zusammen BFS mit natürlich die BKDTI und probieren zusammen mit anderen Bundesämtern auch ein bisschen diese Themen zu adressieren. Und ich habe gesagt, ich komme nicht mit Rezepte, ich werde nur ein bisschen erklären, wo der Schuh drückt, ein bisschen. Vielleicht wird es einen Blickwinkel geben, wenn man etwas beschaffen muss. Zuerst arbeiten wir auf Data Science AI Literacy. Das heißt, wir müssen eine gemeinsame Sprache sprechen. Ich spreche nicht von Deutsch oder Französisch, aber wenn jemand nutzt dieses Wort, das Gleiche muss verstanden werden durch die andere Leute. Das scheint mir ein wichtiger Punkt. Wir arbeiten daran, wir sind noch nicht ganz fertig, aber es kommt. Zweite Frage ist Trust, Ethics and Transparency. Wir sind ein Rechtsstaat, okay? Das scheint mir hier der Kern, mein Message. Die Bundesverwaltung kann sich nicht leisten, Algorithmen zu nutzen, ohne zu verstehen, wie sie funktionieren. Weil der Staat muss beweisen können, wie er einen Entscheid getroffen hat. Und das scheint mir, es tönt vielleicht peinlich, aber das ist wirklich der Fall. Weil am Schluss die Idee ist, wenn man mit einem Entscheid nicht einverstanden ist, kann man vor dem Gericht gehen, und die Behörde muss erklären, wie er den Entscheid getroffen hat. Also das ist wirklich ein zentraler Aspekt. Training-Kompetenzen arbeiten wir, Community will ich nicht durch. Data und Algorithmen, möchte ich etwas sagen. Data, wir arbeiten sehr über diese Interoperabilität, das wissen Sie. Ich möchte auch in Erinnerung rufen, Sie können ein System beschaffen, Sie können vielleicht davon ausgehen, dass die Algorithmen perfekt sind. Ich glaube es nicht, aber auch wenn die perfekt wären, wenn die Daten nicht stimmen, wenn die Qualität nicht stimmen, die Ergebnisse werden nicht gut sein.
Oder umgekehrt, wir können perfekte Daten haben, aber die Algorithmen sind nicht korrekt und die Ergebnisse werden auch nicht richtig. Und es führt zu gewisser Verantwortung. Wer ist schlussendlich Verantwortung für was, wenn Sie ein System beschaffen? Okay. Und die Technologie werde ich nicht weiter erklären. Dann die Make-or-Buy-Decision. Diese Grafik zeigt etwas, die für mich von zentraler Bedeutung ist. Man spricht immer von Make or Buy. Das ist ein bisschen schwarz-weiß. Okay, wenn Sie etwas kaufen, im Prinzip, man muss vielleicht weniger kontrollieren. Wenn man etwas selber fabriziert, muss man mehr Management Attention geben zu dieser zu dem. Es gibt für mich, ich bin wirklich überzeugt über das, noch die Möglichkeit, ein Partnership zu haben. Das heißt, es gibt nicht nur weiß, auch schwarz, es gibt auch ein Partnership. Ich werde ein bisschen erklären, was ich damit meine. Bevor ich es tue, möchte ich gewisse wichtige Punkte noch in Erinnerung rufen. Man hört sehr oft, ja, AI zum Beispiel ist Technologie. Das ist richtig, aber nicht nur. Weil sie beschaffen nicht nur eine Infrastruktur, sie beschaffen auch eine Infrastruktur. Aber diese Infrastruktur wird sehr schnell fähig sein, Sachen zu wissen über ihre Organisation, wie die Organisation funktioniert. Das heißt, es geht viel weiter, als ich beschaffe einen Server zum Beispiel oder bloß eine Plattform. Ja, in der Regel, wir beschaffen es KI-Systeme oder Data Science-Systeme, weil wir Empfehlungen haben wollen. Okay? Das heißt, diese Systeme sind in der Regel so beschafft oder man baut diese Systeme, weil man Unterstützung haben könnte für Entscheidungsträger. Das heißt, diese Systeme werden schlussendlich Empfehlungen abgeben. Und ich höre auch sehr oft, dass es gewisse Vorteile gibt, finanziell, wenn man das automatisieren kann. Man kann gewisse Arbeit, die durch Mitarbeiter gemacht wurde, man könnte das ersetzen. Und das ist vielleicht wahr, bis zu einem gewissen Grad. Nichtsdestotrotz, alles das ist nur möglich, wenn Sie das System, das Sie beschaffen, vertrauen können. Das scheint mir absolut zentral. Weil am Schluss, wenn Sie etwas beschaffen, dann tragen Sie nach wie vor die Verantwortung für die Ergebnisse, die diese Software liefert. Sie können schon lange sagen, das oder das, am Schluss ist es die Sache. Nun, mache ich sehr viel schneller, aber es schien mir doch wichtig. Ich habe es angesprochen, Data sind in der Regel in der Hoheit der Firma oder Bundesamt oder von einem Departement. Okay? Algorithmen können entweder, ja, man kann einen Blackbox kaufen, aber beide sind wichtig. Algorithmen oder Data, beide müssen unter Kontrolle sein. Die Qualität der Daten, wie die Qualität der Algorithmen zusammen bringen einen Mehrwert. Verstehen, wie das AI-System ist gebaut, ist ebenfalls bildet eine zentrale Bedeutung. Wenn man zum Beispiel sich erinnert an was geschehen ist bei Amazon mit diesem HR-System, die sie also beschafft haben, nachher parametrisiert haben. Das ist ein gutes Beispiel, das sollte nicht geschehen. Die Responsibility, die Verantwortung ist auch etwas, die für mich muss klar geregelt werden. Das heißt, Insourcing oder Outsourcing, es ändert schlussendlich nicht sehr viel. Am Schluss müssen Sie Ihre Partner trauen können. Okay, und noch einmal, wir sind in der öffentlichen Sektor und wir müssen erklären können, wie ein Entscheid getroffen wurde.
an etwas, die man sehr oft vergisst. Wenn Sie eine Plattform beschaffen, in der Regel, Sie beschaffen auch das Maintenance, den Betrieb und so weiter und so fort. Wenn Sie aber Algorithmen beschaffen in ein, oder die, wenn Sie das selber entwickeln, das ist auch möglich, Sie haben auch ein Lifecycle. Sie müssen die kontrollieren, trainieren über die Zeit und Sie müssen auch schauen, dass sie nach wie vor korrekt funktionieren. Und das ist etwas, die man ein bisschen vergisst. Jetzt, es gibt verschiedene Wege, Insourcing, Outsourcing. Die internationale Community ist zurzeit nicht ganz schlüssig. Was ist der richtige Weg? Also man spricht von Labels. Sollte man einer Firma ein Label geben, oder muss man das insourcen? Es gibt verschiedene Wege, die nach oben führen. Aber diese die Relationship, das Vertrauen zwischen die Leute, die das System entwickeln, und der Auftraggeber ist zentral. Edge Computing wird uns auch einige Sorgen geben. Wenn man denkt zum Beispiel an alle diese IoT, also diese Sensoren, die existieren immer mehr und sehr oft die Analytics ist nicht mehr, funktioniert nicht mehr, wie es im Fall war. Das heißt, man erhebt die Daten, man zentralisiert in irgendeiner Form, man lässt Algorithmen laufen und am Schluss hat man eine Ergebnisse. Mit Edge Computing läuft das einfach anders. Es gibt einfach die Analytics happen at the edge. Okay, das scheint mir noch eine wichtige. Zurzeit sind wir noch nicht wirklich ganz konfrontiert mit dem, aber es wird kommen. Und die letzte Sache, es existiert schon. Das ist vielleicht mehr ein bisschen eine Geschichte der Philosophie. Man sieht, dass gewisse Leistungserbringer, diese sehr große Firma, sie bieten jetzt Algorithmen und Modelle in Form von API. Das heißt, dass sie haben ein System, das ist so gut gebaut, das Modell ist so gut gebaut, dass andere Firmen, anstatt selber etwas zu entwickeln, stützen sich auf diese Algorithmen. Und es führt auch zu der Frage, wer kontrolliert die Algorithmen, die diese Firmen wirklich kontrolliert haben. Also ich probiere es zu erklären. Es gibt eine sehr große Firma, die ein gutes Modell mit Millionen von Parametern gebaut hat, über die Zeit, über die Jahre, für die Übersetzung. Das ist nicht schlecht, was sie machen. Und es gibt andere große Ersteller, die haben selber gedacht, ja, wollen wir investieren in das? Oder wir nutzen einfach ihre Modelle via API. Also die Frage, die sich stellt, ist ein Subscription das auch der Future von so einer Sache? Das ist ein bisschen zur Zeit, wo wir damit konfrontiert sind, in meinem Bereich. Ich werde jetzt die Antwort der Bundesverwaltung für drei Bereiche geben. Ich habe es gesagt, wir machen nichts. Und erste Sache, es sind diese Leitlinien für die künstliche Intelligenz, für den Bund. Es gibt 7 Prinzipien. Sehr wahrscheinlich kennen Sie das. Und das ist genau, was ich erzählt habe, seit 10 Minuten. Das heißt, und jetzt, diese Prinzipien sind im Prinzip klar. Sie wurden abgenommen. Und jetzt die Geschäftsleitung der verschiedenen Bundesämter haben den Auftrag, wenn man das so will, wenn Sie ein KI-System oder ein Data Science-System beschaffen wollen oder bauen wollen, das zu respektieren. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie macht man das? Es klingt vielleicht sehr einfach, aber in der Tat, wenn man das anwenden muss, umsetzen muss, beginnt ein bisschen die Schwierigkeiten. Und das ist die Wahrheit, also das ist die, was zurzeit gültig ist. Das Parlament, richtigerweise, macht auch ein bisschen Druck diesbezüglich. Wir haben Motionen, Intervention.
Die sagen, ja, aber wie läuft die ganze Geschichte am Ende des Tages? Wer kontrolliert diese Algorithmen? Was geschieht? Gibt es überhaupt jemanden, der einen Überblick hat über diese Algorithmen? Und hier noch um zu sagen, wir haben den Auftrag, je 3 Monaten eine Datenbank zu aktualisieren mit alle Projekte der Bundesverwaltung, die KI oder Algorithmen generell gesprochen, anwenden. Und das wird aktualisiert, das ist in die Öffentlichkeit. Und das ist auch den Weg, den der Bundesrat wollte, um zu sagen, wir müssen transparent sein, offen sein gegenüber der Bevölkerung. Und jetzt, das ist mein vorletztes Slide. Am Anfang, man hat gesagt, es gibt ein Datenwissenschaft-Kompetenzcenter. Das ist wahr. Die Idee ist einfach, eine kleine Gruppe zu haben von Experten, das sind nur Leute mit PhD, Mathematiker, Statistiker, Data Scientist, die das Background haben, zu verstehen, ob die Daten qualitativ gut sind, ob das Algorithmus der richtige ist. Und es ist nicht mandatorisch, sie müssen nicht zu uns kommen. Sie können es, ein Amt kann kommen, wir können die behalten, falls notwendig. Das ist ungefähr, was diese Leute tun, dass sie eine Idee haben. Da habe ich gesagt, das ist nicht schwarz und weiß. Das ist nicht einfach, man kann es nicht einfach abdelegieren. Wenn man effektiv das beherrschen wollen, wir sind in der Mitte, und hier vor allem die methodological skills. Das ist ungefähr, was Sie im Rucksack haben müssen, wenn Sie effektiv das verstehen wollen. Ich kann alle diese Sachen nicht. Ich habe viel clevere Leute bei mir. Aber es ist nur, um zu sagen, das Thema ist komplex. Und stellen Sie sich vor, wenn der Bund beginnt, Systeme wirklich zu beschaffen mit Algorithmen, das ist in unserem Interesse, wir sind Bürger, dass der Bund transparent agiert in diese Algorithmen. Und ich möchte auch am Schluss erwähnen, dass das BIT auch nicht nichts macht in diesem Bereich. Sie sind am Überlegen, zurzeit ist es noch nicht fertig, was wäre die richtige Infrastruktur. Also das Data Science Competence Center, wir kümmern uns um Modelle, Algorithmen, und das BIT kümmert sich primär um die Infrastruktur. Und WKDT ist einfach der globale Master, wenn man das so will, der die Sache koordiniert. Und das ist ungefähr, wo wir stehen. Okay? Also die Idee ist, intern Bund haben wir so jemanden. Voilà, ich bin fertig. Ich hoffe, ich war nicht zu lang. Sie haben einigermaßen mein Deutsch verstanden. Ich hoffe, mindestens. Dann bin ich fertig. Voilà. Super, ganz vielen Dank.